Damit nicht alles vergessen wird. Der damalige Thyssen-Generaldirektor Franz Dahl machte in 1902 seinem Chef, dem Herrn August Thyssen, den Vorschlag, auf dem Gelände der Hütte eine eigene Fortbildungsschule einzurichten. Dieser Vorschlag fand volles Verständnis und seine Billigung. Man beschloss deshalb, eine werkseigene Schule zu errichten. Damit wurde zum ersten Male in der deutschen Hüttenindustrie der Gedanke erwogen, den Facharbeiternachwuchs systematisch auszubilden. Es dauerte allerdings bis zum Jahr 1928, als die Werksschule mit der Lehrwerkstatt vereinigt wurde und in dem Gebäude auf dem Gelände der damaligen Eisenbahnwerkshalle untergebracht wurde. Das war die Lehrwerkstatt, wo viele von uns aus Duisburg und Umgebung ihre Lehre machten. Die alte Lehrwerkstatt, wenn ich mich recht erinnere, wurde im Jahr 1976 geschlossen und auf dem Gelände des ehemaligen Thyssen Sportplatzes von Hamborn 07 entstand ein neues Ausbildungszentrum. Mein Name ist Werner Schwebs und ich berichte hier in diesem Video einmal etwas über die alte Lehrwerkstatt bei der August-Tüssen-Hütte, wo ich damals von April 1966 bis März 1969 meine Lehre gemacht hatte. Von diesem Lehrwerkstatt-Video kann man sich, wie ich meine, ein ganz gutes Bild machen, wie das Ganze drum und dran damals so war. Für alte Lehrlinge, die das Video eventuell sehen werden, erweckt es vielleicht einige längst vergessene Erinnerungen. Bereits am Anfang möchte ich hier sagen, dass die Ausbildung für den Beruf, den ich bei Thyssen gelernt habe, gut und abwechslungsreich war. Ich war also im Ausbildungsjahrgang April 1966, und ich bin heute noch, nachdem ich vor 55 Jahren meinen Facharbeiterbrief erhielt, dankbar für diese Ausbildung. Ich bewarb mich im August 1965 bei der August Thyssen Hütte als Starkstromelektriker Lehrling. Das war damals zu der Zeit so etwas wie ein Neuzeitmodeberuf und viele Jungens wollten das werden. Alleine in meiner Volksschulklasse waren mit mir zwei weitere Freunde, die eine solche Lehre anstrebten. Dazu musste ich im Herbst 1965 eine Aufnahmeprüfung machen und dabei so einige zumindest für mich damals knifflige Fragen beantworten. Bei Thyssen sagte man dazu, dass alle Aufgaben auf das Niveau eines Volksschülers abgestimmt wurden, denn die Volksschule war der normale Start zum Beginn einer technischen Lehre. Das schloss aber nicht aus, dass der vorherige ein, oder zweijährige Besuch einer Berufsfachschule vorteilhaft gewesen sein kann. Nach Auswertung der Untersuchungen wurden alle Bewerber, soweit ihre Eignung für eine freie Lehrstelle festgestellt wurde, mit ihren Eltern zu einer Rücksprache zum Ausbildungsleiter eingeladen. In einem offenen Gespräch wurde dann meist auch der richtige Beruf gefunden. Im Gesundheitszentrum der August-Thyssen-Hütte fand in jedem Fall vor der Einstellung eine werksärztliche Eignungsuntersuchung statt. Bei den neuen Lehrlingen wurden bei der Prüfung, bei der ärztlichen Untersuchung und im persönlichen Gespräch mit ihm und seinen Eltern so viele Punkte beachtet, um für jeden Bewerber im Interesse des neuen Lehrlings und auch des Unternehmens einen ihm gemäßen Ausbildungsberuf zu finden. Waren alle diese Hürden genommen, dann war der erste Tag der Lehrzeit bald angebrochen. Wie das Ganze bei mir weiterging, ist in diesem Video beantwortet, aber zuvor einige Beschreibungen von der Lehrwerkstatt, wie das im Allgemeinen so aussah. Man sagte gegen Ende 1965, dass gute Arbeitsplätze eine Vorbedingung für die umfassende Ausbildung von Lehrlingen sind. Um dieses auch praktisch umzusetzen, wurde die Hamburger Lehrwerkstatt gemäß Aussagen von Thyssen laufend verbessert und erweitert. Des Weiteren wurde gesagt, dass ein entscheidender Ausbau im Herbst 1965 gemacht wurde, als ein großzügiger Anbau von rund 1500 Quadratmeter Fläche in Betrieb genommen wurde. In einer neuen Halle von rund 1000 Quadratmeter Größe wurden die Schlosser des zweiten und dritten Lehrjahres sowie die Schmiede- und Schweißerlehrlinge untergebracht. Die Halle hatte einen großen Laufkran, der auch die Bearbeitung größerer Werkstücke ermöglichte. Dadurch kam das technische Ausbildungswesen einen erheblichen Schritt weiter, da den Lehrlingen bei ihrer Fortbildung Aufgaben gestellt werden konnten, wie sie ihnen später einmal im Betrieb jeden Tag übertragen wurden. Zu gleicher Erde mit der Schlosserei waren zwei Nebenhallen mit 24 Arbeitsplätze für Schweißerlehrlinge untergebracht, die hier unter der Anleitung eines Elektro- und Autogen-Schweißmeisters eine fachgerechte Ausbildung erhielten. Ein Brennstand, sowie neun Elektro- und 14 Autogenschweißplätze standen zur Verfügung. Die einzelnen Arbeitsplätze waren sehr zweckmäßig gegliedert. Die Raumachse gestattete eine übersichtliche Trennung zwischen dem Autogen- und Elektroschweißen. Jede Elektroschweißkabine war mit einem Schweißumformer, Schweißtransformator und Zubehör versehen. Die autogenen Schweißtische hatten Anschlussstellen für Sauerstoff und Acetylen, die alle von einer außerhalb des Raumes gelegenen Zentralstation versorgt wurden. Die Schmiede hatte 16 Arbeitsplätze mit vier Essen mit je zwei Feuern. Hier war ein Schmiedemeister als Ausbilder tätig. Die Feuerstellen der Schmiede und die Arbeitsplätze der Schweißerei verfügten über moderne Rauchabzugsvorrichtungen. Zwischen dem alten und dem neuen Gebäudetrakt waren eine moderne Werkzeugausgabe sowie neue sanitäre Einrichtungen untergebracht. Hier war vor der Eingangstür eine Wasserquelle mit frischem gekühltem Wasser zum Trinken. Die Erweiterung der Arbeitsplätze gestattete eine Umorganisation im alten Bereich der Lehrwerkstatt. Die Schlosser des ersten Lehrjahres konnten dort den langgestreckten Raum vollständig übernehmen, während die Elektriker aus dem zweiten und dritten Lehrjahr ihre Arbeitsplätze in dem Saal erhielten, der die alte Turnhalle war. In der ersten Etage des neuen Gebäudetrakts wurde ein rund 200 Quadratmeter großer Tagesraum eingerichtet, der den Lehrlingen für ihre Pausen zur Verfügung stand, aber auch für Unterrichtszwecke in größerem Kreis benutzt wurde. In einem Nebenraum war hier übrigens auch eine voll eingerichtete Teeküche eingerichtet. Bei der Überholung der Lehrwerkstatt, die übrigens durch Blumenarrangements neben den Arbeitsplätzen wohltuend verschönert wurde, erhielt auch die Eingangshalle eine ansprechende neue Gestalt. Hier begrüßte jeden Besucher ein großes Wandbild in Spachtelarbeit mit Hüttenmotiven, das der Leiter des Betriebsbüros der Lehrwerkstatt, Franz Rohr, geschaffen hatte. Auch die drei Schulräume und das Lehrerzimmer, das sich im Obergeschoss der alten Lehrwerkstatt befand, wurden gründlich erneuert. Ja, so sah es damals in unserer alten Lehrwerkstatt aus. Ergänzend muss noch gesagt werden, dass es in der Lehrwerkstatt immer so aussah, als wenn diese so ziemlich am Rande ihre Kapazität war. Mit anderen Worten, es war immer gerammelt voll von Lehrlingen. Das kam wohl auch durch den zusätzlichen Schulabgang in 1966. Man hatte damit in dem Jahr 1966 zwei neue Lehrlingsjahrgänge. Das Schmuckstück, wie ich es meine, war die große Halle der Schlosserei mit dem Kran. Der Betriebschef der Lehrwerkstatt war Werner Becker. Des Weiteren beinhaltete diese Halle eine Metallpresse, eine große hydraulische Tafelblechschere und eine von Hand zu bedienende Blechkantmaschine, an dieser häufig die Betriebsschlosserlehrlinge tätig waren. Es war ebenfalls eine elektrisch feststehende Doppelsteinschleifmaschine vorhanden. Im Ostteil der Halle, also nicht weit von der Werkzeugausgabe, waren die Maschinenschlosser an ihren Werkbänken stationiert. Draußen ebenfalls am Ostteil der Halle befand sich ein abgezäumter gemauerter Schuppen für die Acetylenflaschenbatterie der Schweißerei. Natürlich hatte dieser Schuppen freie Luftzirkulation und war abgeschlossen. Der Hauptsauerstoffanschluss befand sich auf der Hallenwestseite, also außerhalb der Halle vor dem Kopf der Schmiede. Die Dreherei befand sich im nördlichen Teil der Lehrwerkstatt und war ausgestattet mit Drehbänken in verschiedenen Systemen, sowie je eine horizontale und eine vertikale Stoßbank, eine Langhobelmaschine und ein kleines horizontales Bohr- und Fräswerk. Des Weiteren hatte die Dreherei eine elektrisch angetriebene Metallsäge, die nach Vereinbarung die einzelne Betriebe mit benutzen konnten. Zwischen der neuen großen Halle und der langgezogenen alten Werkstatt, wo die Grundausbildung war, befand sich das Material auf Bewahrungslager. Hier lagerten einige Profilstähle, Bleche und Rohre, die zum Verbrauch für die Lehrwerkstatt bestimmt waren. Vor diesem Materiallager also draußen an der frischen Luft wurden ab und zu die Schweißtische von der Elektroschweißerei sauber geschliffen das bedeutete, dass jegliche Materialauftragungen wie Schweißspritzer und Zündstellen die sich auf den Tischen befanden mittels von großen Pressluft angetriebenen Schleifmaschinen entfernt wurden. Das Ganze war ein beeindruckendes Schauspiel, wenn sechs Tische, die nebeneinander standen, und von Lehrlingen eingepackt in Lederschürzen, Hand- und Sicherheitsschuhen, dem grünen Helm auf dem Kopf mit der Schutzbrille vor den Augen gleichzeitig mit sprühenden Funken, die der Wind fortdruck, blank geschliffen wurden. Ein Bild, das ich heute noch nach mehr als 57 Jahren vor meinen Augen habe. Die große Aufenthaltshalle wurde auch unter anderem für interne Veranstaltungen benutzt. Das gezeigte Bild ist von Dezember 1966 und zeigt die Weihnachtsfeier, die wir damals hatten. Wir Lehrlinge waren alle im Sonntagsanzug gekleidet und verfolgten aufmerksam Duisburgs Altoberbürgermeister Selingsfest Ansprache. Es wurden hier auch morgens während der Pause öfters die neuesten Schallplatten abgespielt, die Kollegen mitgebracht hatten zu der Freude aller anwesenden Lehrlinge. Wo ich von der Frühstückspause gesprochen habe, muss ich hier noch die Werksküche an der Thyssenbrücke erwähnen, in der man während der Mittagspause essen konnte. Der Fußweg von der Lehrwerkstatt zur Werksküche dauerte ungefähr fünf Minuten. In der Werksküche bekam man für 60 Pfennige ein Mittagessen, das ziemlich gut schmeckte. Die Werksküche war meistens gut besucht und man musste etwas warten, bevor man das Essen bekam und durch die Pausezeit von 45 Minuten war man, wenn man dort gegessen hatte, etwas unter Zeitdruck. Sprecher der Jugendvertretung ab April 1967 war Karl-Heinz Boje Maschinenschlosser Lehrling. Ich kannte Karl-Heinz Boje, der war drei oder vier Jahre älter als ich und kam aus Lohberg. Übrigens, wir jungen Hansel mit 14 Jahren hatten einigen Respekt vor den älteren Lehrlingen wie den Karl-Heinz Boje. Aber nicht vor allem, wie ich es später berichten werde. Wie fing es damals an und wie war meine Lehrzeit? Ein etwas beklemmendes Gefühl beherrschte mich bei fast freundlichem Wetter auf meinem Weg mit dem Fahrrad zu der Thyssen-Industriegegend vorbei an dem großen Gasbehälter an der Dieselstraße, die ich mit ihren Straßenbahnschienen der Linie 10 überquerte. Ich musste zum Tor 3 in Hamborn, das direkt gegenüber von dem Fußballstadium des Sportvereins Hamborn 07 lag. Wir hatten den 1. April 1966 einen Freitag und meine Lehre begann ich im Alter von 14 Jahren bei der August-Thyssen-Hütte. Eigentlich war das ein Tag, den ich lange herbeigesehnt hatte, denn meine Volksschulzeit war endlich vorbei, und es gab auch keine Ohrfeigen mehr. Mit gemischten Empfindungen passierte ich den Eingang beim Pförtner am Tor 3. Was erwartete mich in dieser Lehrwerkstatt? Wie waren die neuen Kollegen, mit denen ich zusammentreffen würde? Finde ich neue Freunde? Alle diese Fragen drängten sich hinter meiner Stirn. In meinem Lehrvertrag, den ich mit der august Düssenhütte hütte hatte, war die Ausbildung zum Betriebsschlosser eingetragen. Zu meiner Wunschlehre eine Starkstrom-Elektriker-Ausbildung zu bekommen, war ich gemäß des Thyssen-Eignungstests zu blöd, also musste deswegen der Betriebsschlosser her. War ich darüber traurig? Nein, das war ich nicht. Man brauchte bei der august hütte natürlich auch Betriebsschlosser, um die Schwerindustrieanlagen wie die Walzwerke am Laufen zu halten. Starkstrom-Elektriker-Lehrlinge waren sowieso die meisten, wie man dieses aus der später hier gezeigten Grafik der Lehrberufe ersehen kann. Wir waren bei Thyssen-Hamborn insgesamt 272 gewerblich-technische Lehrlinge, die am diesen Tag ihre Ausbildung begannen. Im Jahr 1966 war auch das 75-jährige Bestehen der August-Thyssen-Hütte und durch diese lange Erfahrung des Hüttenbetriebes wusste man genau, welche Lehrlinge man auszubilden hat. Der hochrangige Arbeitsdirektor Kurt Döse, Chef sämtlicher Thyssen-Lehrwerkstätten, rief uns Hamborner Lehrlingen bei der Einführung ein herzliches Glückauf für unsere jetzt beginnende Ausbildung zu. Er hoffe, so sagte er, dass sie für viele Jahre, auch nach Abschluss ihrer Lehrzeit, mit dem Unternehmen verbunden bleiben mögen. Jeder von ihnen, ob technischer oder kaufmännischer Lehrling oder Anlernling, solle die Zeit nutzen, denn es liege an jedem selbst, ob er später sein berufliches Ziel erreichen werde. Welch wahre Worte damals vom Arbeitsdirektor Kurt Döse gesagt wurden. Man kam von der Volksschulbank zur Fallbank bei der August -Thyssen hütte in die Lehre. Die meisten von uns Jungens waren Blasfinken, die das Schießpulver auch nicht erfunden hatten. Der Ernst des Lebens, ein neuer Lebensabschnitt hatte begonnen. Man war gepackt und beeindruckt von der unbekannten Umgebung des Hüttenwerkes. Nach der Zuordnung zu den Ausbildern war der erste Weg durch das Werksgelände zum Hauptmagazin zum Empfang der Arbeitskleidung in Alsum. Das erste, was man sah, als dieser Fußmarsch an der Lehrwerkstatt begann, war ein schwerer großer Anker des abgefragten august schiffes ein Stahlrelief an der Werksfeuerwehrwache und die 1,5 Tonnen schwere Eisenhüttenblume vor der Werksküche an der August-Thyssen-Brücke. Dann ging es vorbei an riesigen Hallen, pfeifenden Zügen am Siemens-Martin-Werk, dem Tor 1, der weißlich verstaubten Dolomitanlage, dem rauchenden, feuerspuckenden Thomas-Stahlwerk und den vor den Hochöfen vorgelagerten großen Roheisenmischern. Das waren neue starke Erlebnisse für uns alle, die am 1. April 1966 ihre Lehre begannen, diese Schwerindustrie zum ersten Mal mit dem eigenen Augen zu sehen. Wir bekamen etwas das Gefühl, dass wir jetzt zu dieser Industriewelt dazugehörten. Im Hauptmagazin gingen wir zu den Textilien und Schreibmitteln, die in einem gesonderten Lager geführt wurden. Dann bekamen wir den grünen Lehrlingshelm, die Sicherheitsschuhe, und schnell kam die erste große Enttäuschung für mich. Diese war, dass wir nicht die schöne khaki-braune Arbeitskleidung, wo die Jacke die zwei aufgenähten Taschen hatte und wie eine Windjacke aussah, sowie das dazu passende Hemd und die Hose bekamen. Das Lehrjahr zuvor hatte diese Arbeitskleidung, und diese sah beeindruckend gut aus. Wir bekamen das einfache Thyssen 0815 Standard Blauzeug. Was für ein Hereinfall, wo ich mich schon zuvor auf diese khaki-braune Arbeitsuniform so gefreut hatte. Wo wir gerade vom Arbeitszeug sprechen, dieses musste immer sauber sein und die Arbeitsschuhe mindestens einmal in der Woche blank geputzt werden. Da wurde sehr drauf geachtet und man wurde ermahnt, wenn man das nicht gemacht hatte. Nach der Einkleidung ging es in der Lehrwerkstatt unter großem Gedränge weiter mit Ausgabe der Werkzeugmarken. Man bekam zehn Werkzeugmarken und musste auf diese Marken gut aufpassen. Im Vergleich mit der Schulbank war ein Tag in der Lehrwerkstatt an der Fallbank sehr lang und zwar von 6 Uhr morgens bis um 15 Uhr nachmittags. Die Arbeitszeit musste gestempelt werden. Zu spät kommen gab es nicht und wenn man zu spät kam, bedurfte das einen wesentlichen Grund zur Entschuldigung. Wenn man zu der Arbeitszeit, die eine Stunde Pause beinhaltete, dazu noch die Fahr-, Umkleide- und Waschzeiten einrechnet, ergab das gute 10 Stunden. Ich verließ mein Zuhause morgens um 5 Uhr und 10 Minuten und kam nachmittags um 15.30 Uhr erschöpft zurück. Zu Hause musste man dann auch noch die schriftlichen Hausaufgaben der Werks- und Berufsschule in Normschrift erledigen. Zeichnungen und das wöchentliche Berichtsheft gehörten ebenfalls dazu. Das waren sehr lange Tage, und es war eine schwere Zeit besonders am Anfang im April und Mai 1966 für mich, wobei meine Aufnahmefähigkeit des Lehrstoffes schon strapaziert wurde. Aber ich war ja nicht alleine. Aus meinem früheren Volksschulklassenkreis mussten Ewald Langhardt, der Starkstromelektriker und Ulrich Oltersdorf, ebenfalls Betriebsschlosser Lehrling, die gleichen langen Tage durchgehen und dabei dieselben Lernstoffe büffeln. Das Heiligtum in der Grundausbildung war der Schraubstock. Der Anfang der Lehre war, dass man hinter diesem Heiligtum stand und feilte und feilte und feilte zuerst auf einem U-Eisen bis zum Geht-nicht-mehr-herum. Die Fallbank, auf der der Schraubstock verankert war, vibrierte dabei leicht von dem monotonen Gleichzeittakt der Fallbewegungen. Der Schweiß fiel uns von der Stirn bei der Arbeit an der Pfeilbank und die Hände waren voller Schwielen. Danach kam eine Metallsägeübung, die es auch in sich hatte. Der Schraubstock musste dazu noch einmal in der Woche liebevoll mit Schleifpapier auf Hochglanz gebracht werden. Das Meißeln war auch eine besonders unangenehme Tätigkeit. 100 neue Lehrlinge schlugen gleichzeitig acht Stunden lang den Hammer auf den Meißel, der dabei langsam in den Stahl eindrang mit einer fast quälenden sehr lauten Geräuschkulisse in der gesamten Halle. Ab und zu traf man auch schmerzvoll seine linke Hand und ließ dann den Meißel aus Ärger meistens fallen. So war die Ausbildung mit dem Meißel, die vorher noch theoretisch unterrichtet wurde. Es gab noch eine weitere Hammerschulung. Das war aus einem geraden Blechstück mit 3mm Wandstärke ein S zu hämmern. Hier hauten wieder mehr als 100 Lehrlinge gleichzeitig auf das kalte Eisen und der Lärm in der Lehrwerkstatt war ohrenbetäubend. Man nannte das Hammerverfahren Schweifeln. Wie sagten einige früher so schön, das Eisen formt den Charakter. Man wurde am Anfang mit neuen Lehrstoff überladen und das schien einfach kein Ende zu nehmen. Ich dachte damals mit meinen 14 Jahren wärst du nur mal besser ein Bierbrauerlehrling auf der Königbrauerei in Beek geworden. Dann hättest du auch einen kürzeren Arbeitsweg gehabt, der zu Fuß keine 5 Minuten lang war und mein Fahrrad hätte im Keller bleiben können und den Hammer kannten die bestimmt auch nicht. Dazu gab es auch noch täglich 5 Flaschen Freibier. Etwas Erholung und Spaß gab es jedoch mit dem Aufenthalt in Testerberge. Ich glaube, dass es zwei Wochen waren, in denen wir unter anderem über die Thyssenwerksgeschichte unterrichtet wurden. Das Ganze war mit Freude verbunden und gefiel jedem von uns sehr gut. Aber der normale Alltag war damals für mich am Anfang meiner Lehre nicht so einfach. Das Ganze machte mir in der Grundausbildung kaum Spaß, Lehrling bei der August Thyssen Hütte geworden zu sein. Vielleicht war auch meine Anpassungsfähigkeit in der neuen Arbeitswelt der Lehrwerkstatt nicht groß und schnell genug. Neben dem Feilen, Meißeln, Hämmern, Sägen kamen noch das Schaben, Bohren, Nieten und Gewindeschneiden hinzu. Und in Pausenzeiten, wenn unsere normalen Übungen erledigt waren, mussten wir noch einen Hammer aus einem Vierkantstahl sägen und feilen. Man war also immer beschäftigt. Auch wenn die Grundausbildung eine Anspannung war, ich musste einfach mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln gewissenhaft und mit Fleiß dadurch um diese ersten Monate meines Lehrweges bei Tüssen zu bestehen. Ein Aufgeben meiner Lehre gab es für mich nicht, das wäre ein fast unvorstellbarer Fehlschlag gewesen. Zudem wollte ich ja auch nicht Laufjunge wie ein Freund von mir auf der phoenix rhein werden. Trotz all meiner Bemühungen lief aber auch so einiges bei den Übungen nicht nach meiner eigenen Zielsetzung, meine verbrachten Leistungen in den ersten Monaten hätte ich von mir selbst etwas besser erwartet. Zu der Frage, ob diese Leistungen zu einem erfolgreichen Abschluss meiner Lehre zum Betriebsschlosser gereicht hätten, ist die Antwort nach meinem Verständnis eindeutig ja. Mein Ausbilder, der Herr Alfs, war da anderer Meinung. Er meinte, dass meine erbrachten Leistungen für den Betriebsschlosserlehrling nicht ausreichten und dass ich zum Schmelzschweißerlehrling umfunktioniert werden müsste. Zu solch einer Aussage gehörte natürlich auch ein gewisser Nasenfaktor. Es gab Lehrlinge, die der Ausbilder unterstützte und einige weitere, die er nicht unterstützte. Ich gehörte in die zweite Gruppe und war in seinen Augen mehr oder weniger unfähig, einen Schlosserberuf zu erlernen. Ein solche angebliche Unfähigkeit wurde damals gerne in der Lehrwerkstatt mit einem weiteren Aspekt untermauert, indem man ganz einfach fragte, was ist dein Vater von Beruf? Meine Antwort war dann das zu sagen, was mein Vater mir vorgegeben hatte, und zwar, der ist Maschinenführer. Was für eine Maschine führt er denn? Eine Putzmaschine im Waschraum. Ach so, dann ist dein Vater Waschraumwärter. Ja, der war aber früher Bergmann auf Westende. Na ja, ein Arbeiter. Jawohl, ein Arbeiter. Wenn man hätte antworten können. Mein Vater, der ist Betriebsleiter, hätte das einen großen Unterschied ausgemacht. Du hättest dann fast so dumm sein können wie ein Esel, aber wenn dein Vater die richtige Position hatte, machte das gar nichts aus. Dann wurde vom Ausbilder auch etwas anders gemessen, und was ein wenig krumm war, wurde dann als ziemlich gerade bewertet. Alleine eine solche Frage, was macht dein Vater beruflich, zeigte einiges von der Starrheit der alten Klassengesellschaft. Es gab einen Unterschied zwischen dem Arbeiter und dem Angestellten in dem Thyssen-Unternehmen, was natürlich die Lehrwerkstatt mit einbezog. Wie ich damals gehört hatte, kamen manche Väter, die höhere Angestellte waren, auch persönlich vorbei, wenn es Probleme gab, und sprachen Klartext wie, Was machen Sie hier mit meinem Sohn? Sie sagen mir, der ist unfähig. Wahrscheinlich sind Sie als Ausbilder unfähig, meinem Sohn hier das alles richtig beizubringen. Geben Sie sich mal was mehr Mühe mit meinem Sohn? Danke. Damit war die Sache erledigt, und der Sohn war auf einmal fähig. Na ja, leichte soziale Unterschiede gab es ja schon immer, und wer meinte, dass so etwas nicht zählte, der irrt sich sehr. Damals in 1966 machte da die August Thyssen Hütte keine Ausnahme mit ihrer sehr konservativen Einstellung, der ich später gegen Ende von 1976 nochmals begegnete, als ich versuchte eine Anstellung als Betriebsleiter zu bekommen. Siehe hierzu mein Video der Kasten von Bruckhausen. Der neue geförderte Trend bei Thyssen und somit in der Lehrwerkstatt war der entstandene Beruf des Hüttenfacharbeiters. Für diesen Beruf wurde damals seitens der Ausbilder die Werbetrommel stark gerührt. So einige der Betriebsschlosser Lehrlinge aus meiner Ausbildungsgruppe nahmen diese neue Berufslehre an. Ich konnte den Hüttenfacharbeiter nicht erlernen obwohl ich es gerne gemacht hätte. Da war ich aber ja gemäß meines Ausbilders dem Herrn Alfs zu ungeeignet also mit anderen Worten zu dumm dazu. Zu den Lehrlingen, die das angenommen hatten, gehörte auch mein Freund Klaus Keitz, der ein guter Fußballspieler bei Hamborn 07 war und mit dem ich später Hüttentechnik studierte. Anmerkung, Klaus Keitz hatte ich zum letzten Mal im Jahr 2004 in Bangkok getroffen, wo wir zusammen im Hotel Oriental mit einigen seiner Freunde gegessen haben. Es war immer eine große Freude für mich, den Klaus Keitz zu treffen, da wir uns seit April 1966 aus der Lehrwerkstatt kannten und wir waren ja in derselben Ausbildungsgruppe. Aufgrund der geplanten Umfunktionierung, mich zum Schmelzschweißer Lehrling zu machen, wurde meine Mutter zur Lehrwerkstatt bestellt, wo sie mit dem Schweißermeister Eckerskorn sprach und ihr Einverständnis dazu geben musste. Der Schweißermeister Eckerskorn sagte damals zu meiner Mutter, dass man ihm berichtet habe, dass ich sehr stur sein würde. Meine Mutter antwortete, mein Sohn ist nicht stur, sondern eher etwas ruhig und zurückhaltend. Der Meister sagte danach, Lassen Sie uns mal schauen und machen. Geben Sie uns Ihr Einverständnis und machen Sie sich mal keine großen Sorgen, das kriegen wir hier mit Ihrem Sohn schon hin und mit der Ausbildung zum Schmelzschweißer erlernt Ihr Junge einen guten, interessanten Beruf. Meine Mutter war sehr zufrieden damit, gab ihr Einverständnis zu der Lehrvertragsänderung und schätzte den Meister Eckerskorn wirklich sehr. Bei uns zu Hause durfte ich nichts gegen den Meister Eckerskorn sagen, das war ganz einfach tabu. Ich möchte hier einmal ganz deutlich sagen, dass diese mir aufgezwungene Lehre als Schmelzschweißer die erste unbeabsichtigte Grundlage in meinem später so erfolgreichen Berufsleben war. Es war also ein ungewollter mir aufgezwungener Glücksschritt. Nachdem ich endlich die Fallbank verlassen hatte, wurde meine Lehre mit meiner neuen Bestimmung als Schmelzschweißer auf einmal viel interessanter, da ich mich auf die Schweißerei freute. Die Last, sowie der steinige Weg der Grundausbildung mit dem Pfeilen und Meißeln hatte mich verlassen, da die Würfel über meinen weiteren Ausbildungsweg gefallen waren. Bevor es aber in die Schweißerei ging, musste ich noch zwei weitere Betriebe in der Lehrwerkstatt durchlaufen. Zuerst ging es dabei für zwei Wochen in die Dreherei. Dort stand man vor einer ziemlich großen Maschine mit vielen Hebeln und Einstellungsdrehringen, die man kaum kannte. Die halbtägige Unterweisung an der Drehmaschine, die ich aus der zweiten Reihe betrachtet habe, half mir da auch nicht viel. Ich kam aber als erster an die schnell laufende surrende Drehmaschine ran um zu drehen. Kurzer Hand unter Zeitdruck, weil die anderen Kollegen warteten, war mein Drehteil ein Rundstahl 3 mm zu kurz, und das Kurzmachen ging dabei sehr schnell. Mir war irgendwie bewusst, dass ich da was falsch eingestellt hatte, dachte aber, dass der erste Lauf ein Probelauf war. Da hatte ich aber vollkommen falsch gedacht, der erste Lauf zählte. Meine Kollegen, die an derselben Maschine arbeiten mussten, wussten nun natürlich Bescheid und machten das alles viel langsamer und auch besser. Eine Enttäuschung mehr in der Grundausbildung meiner Lehre, und ich fühlte mich nicht gut. Was für ein Mist. Zumindest war mein Drehvorgang beim Durchmesserdrehen erfolgreich, und die Abmessung des Drehteiles stimmte genau, weil im Grunde genommen das einfache Drehen von Längen und Durchmessern nicht so schwierig war, wenn man sich dabei konzentrierte und das Werkstück richtig einspannte. Wir hatten mit den Kollegen Drehern als Schmelzschweißer Lehrlinge weniger zu tun, aber wir kannten uns trotzdem. Das war es in der Dreherei, und jetzt ging es für vier Wochen in die Schmiede, wo uns die Grundlagen eines sehr alten Handwerksberufes beigebracht wurden. Das bedeutete für mich mit meinen nicht ganz 15 Jahren und dem Körper einer dünnen Bohnenstange hinein in die Arbeit des Feuermachens und des Schmiedehammerschwingen. Morgens schaufelte man Kohle und entzündete das Schmiedefeuer, und regulierte dieses Feuer mit Pressluft. Wie teilten uns mit zwei Lehrlingen ein Schmiedefeuer? Es war natürlich mein alter Volksschulkumpel der Ulrich Oltersdorf, mit dem ich mir das Feuer teilte. Der Schmiedemeister, ich habe den Namen vergessen, war ein älterer Mann mit großen Händen und einer großen, etwas krummen Nase im Gesicht. Der haute mit einigen Hammerschlägen auf das rotglühende Eisen und formte das Stück zu dem, was er daraus machen wollte. Bei den meisten von uns war das anders. Wir brauchten sehr viele Hammerschläge, sowie erneutes Aufwärmen, um etwas Ähnliches zu bekommen, was der Schmiedemeister machte. Jedoch waren die die Hammerschläge auf dem Amboss mit ihrem hellen Klang ziemlich schön anzuhören. Das war fast wie in der Ambosspolka, und ganz anders als beim Meißel mit den vielen Hammerschlägen auf den Meißel. Die acht Ambosse in der Schmiede hatten eine sogenannte Schweizer Form mit einem Einzelgewicht von 220 Kilogramm. Die Schmiedebahn des Ambosses war blitzeblank und wurde laufend mit feinen Schmirgelpapier behandelt, damit diese schön glatt war. Beim Saubermachen der Schmiede wurden die Essen einschließlich der Feuerstellen gereinigt und die Asche wurden nach draußen getragen und in Kübeln entsorgt. Des Weiteren wurde der Amboss mit viel Kraft etwas nach oben weg gekantet, um den Zunder darunter rauszukriegen. Diese Anhebeprozedur wurde eingestellt, nachdem einem Lehrling der 220 kg schwere Amboss auf den Fuß gefallen war. Der arme Junge schrie laut vor Schmerzen und hatte einen gebrochenen Fuß. Ich war dabei und habe das gesehen. Es herrschte große Eile, den Amboss, unter dem der Fuß des Kollegen war zu entfernen. Mit drei Lehrlingen und den Schmiedemeister hoben wir den Amboss von den Kollegen. Für den Kollegen, der auch Schmelzschweißer lernen sollte, war die Lehre zu Ende. Wir hatten einige andere, die ebenfalls aufgegeben hatten. Nach vier Wochen war die schwere Arbeit in der Schmiede vorbei und wir verabschiedeten uns von dem Amboss und den Hämmern. Was hatte ich da in der Schmiede gelernt? Wann man den zu schmiedende Stahl aus dem Feuer nimmt, was bei etwa 850 bis 900 Grad Celsius der Fall ist, wenn der Stahl hellkirschrot ist, dann hat man mit einem schweren Hammer auf den glühenden Stahl geschlagen, bis man das bekam, was die Vorgabe war. Das Feuer schweißen. Zudem kam das Eisenschwärzen mit dem Leinöl. Bei dieser Arbeit roch es immer etwas nach Fisch. Des Weiteren lernte ich bloß keinen Amboss anzuheben und dass das Schmieden viel interessanter war als das Meißeln und Feilen. Dann kam endlich die Schweißerei. Ich hatte bereits kurz zuvor gesagt, welche Haupteinrichtungen in unsere Schweißerei vorhanden waren. Hier anhand einer von mir angefertigten Skizze wiederhole ich noch einmal vollständig alle Einbauten. Erstens. Wir hatten neun Elektroschweißkabinen mit Transformatoren oder Umformern ausgestattet. Zweitens. Es waren 14 autogen Schweißtische mit Gasanschlüssen vorhanden. Drittens. Wir hatten ein Wasserbecken zum Kühlen der geschweißten Übungsstücke. 4. Es war ein Handbrennschneidtisch vorhanden. 5. Wir hatten eine halbautomatische Brennschneidmaschine, die mit Lichtkreuz gesteuert werden konnte. 6. Es waren zwei Ausbilderschreibtische vorhanden. 7. Wir hatten eine Werkbank mit zwei Schraubstöcken. 8. Es waren Stahlaufbewahrungsschränke vorhanden. Mein neues Zuhause in meiner Lehre für die nächsten Jahre war die Schweißerei. In der Schweißerei waren fast immer mehr als 30 Lehrlinge aller Ausbildungskategorien tätig, wobei man sich auch einige Einrichtungen teilte. Hier war der Ort, wo die Funken bei dem autogenen Schweißen nur so sprühten und die Lichtbogen vom Elektroschweißen alles leicht bläulich gefärbt erhielten. Bei dem Abschweißen der Elektrode war ein Knistern mit leichten Prasseln des Lichtbogens auf dem Stahl zu hören. Je nach der Elektrode, die man verschweißt hat, roch es dabei unterschiedlich. Als Beispiel bei dem Abschweißen einer zellulose Elektrode roch es leicht nach verbranntem Holz. Ein Schweißer kann auch riechen, welche Elektrode er verschweißt. Wie zuvor gesagt hatten wir einen Elektro- und Autogen Schweißer Ausbilder, die unter der Führung des Schweißermeisters Eckerskorn arbeiteten. Unsere älteren Kollegen waren ein Lehrling aus dem zweiten Lehrjahr und der Peter Altanz aus dem dritten Lehrjahr, die in der Schweißerei tätig waren. Unser Ausbildungsjahr April 1966 war der Ulrich Oltersdorf und ich. Durch die geringe Gesamtanzahl der Schmelzschweißer Lehrlinge war die Betreuung durch die Ausbilder sehr intensiv und gut. Mit anderen Worten, unsere beiden Ausbilder und der Meister Eckerskorn achteten sehr auf uns, und es war schon etwas familienartig. Während unseren Schweißarbeiten lutschten wir öfters Eukalyptusbonbons, die wir uns mit unseren Ausbildern ab und zu teilten, und wir tranken in den Pausen Apfelsprudel. Mit dem Meister Eckerskorn teilten wir natürlich keine Lutschbonbons, der war für so etwas nicht zugänglich. Später als wir bereits im zweiten Lehrjahr waren, kamen zwei neue Lehrlinge, die im ersten Lehrjahr waren, dazu. Zwischen uns allen war die Kollegialität gut, und wir hielten fest zusammen. Auch bei uns in der Schweißerei wurde die moderne Technik bei den Ausbildungsmethoden von unseren beiden Ausbildern und dem Meister Eckerskorn angewandt. Kreide und Wandtafel traten hinter das bessere, eindrucksvollere Modell an der Hafttafel. Turnusmäßig durchliefen alle Lehrlinge der Lehrwerkstatt die Schweißerei unabhängig von ihrem Lehrberuf, um die Grundlagen des Gas- und Elektroschweißens zu erhalten, damit auch jeder Lehrling ein gewisses Maß an schweißtechnischen Fertigkeiten und Kenntnissen für seinen späteren betrieblichen Einsatz besaß. Darum kannten wir Jungens aus der Schweißerei die gesamten Lehrlinge. Einige ganz gut, und andere mehr oberflächlich. Einige Idioten waren auch dabei, die unsere Schweißerei turnusmäßig durchliefen. Wie zum Beispiel ein langhaariger blonder ungepflegt aussehender stark stromelektriker Lehrling aus dem zweiten Lehrjahr. Ich erinnere mich noch heute an die Fratze dieses Kerls. Damals im September 1966 bin ich gerade in die Schweißerei gekommen und war noch 14 Jahre alt. Dieser Idiot füllte das Bein des autogen Schweißtisches, das ein Rohr war von oben mit Acetylen. Dazu benutzte er den Schweißbrenner und ließ das Gas einfach einströmen. Das Gas kam natürlich aufgrund seiner Dichte wieder heraus, vermischte sich mit der Luft, und mit einem Funken in der Schweißerei kam es zu einer Gasverpuffung mit einem großen Knall und der schwere Stahlschweißtisch flog einen Meter durch die Luft und lag danach auf den Boden. Nur gut, dass keiner verletzt wurde. Danach war große Hektik in unserer Schweißerei, und dieser Kerl bestritt natürlich, dass er das Gas in das Rohr gelassen hatte. Schweißermeister Eckerskorn ordnete an, dass mit Handbohrmaschinen einige Löcher in die Rohrbeine aller Schweißtische gebohrt werden. Ich war mit dazu eingeteilt und benutzte eine schwere elektrische Handbohrmaschine, und es war nicht so einfach, ein 10 mm Loch mit dieser Bohrmaschine in den harten Stahl zu bohren. Ich saß auf dem Boden vor einem Schweißtisch und bohrte mit beiden Händen die Maschine haltend und drückte dabei kräftig gegen das Stahlrohr, um den notwendigen Schub zu bekommen. Ich hatte zuvor noch nie mit einer Handbohrmaschine gearbeitet. Dieser Kerl kam leise von hinten so, dass ich ihn nicht sah, und steckte mir einen Schweißdraht zwischen meinem Hemd und Nacken, und drückte diesen kalten ein Meter langen Draht entlang meiner Wirbelsäule fast runter bis zu meinem Hintern. Ich erschrak furchtbar und ließ mit meiner linken Hand die Bohrmaschine los, um zu fühlen, was da in meinem Rücken war. Natürlich sah ich nun diesen Idioten mit dem Schweißdraht in seiner Hand. Durch das starke Drehmoment der Maschine, konnte ich diese mit meiner rechten Hand nicht mehr halten, und diese rotierte, und wickelte sich mit ihrem Kabel schmerzvoll um meinen Arm. Mein Arm war verstaucht, und dieser Schmutzbuckel lachte vor Schadenfreude. Ich kann mich nach all der Zeit nicht mehr erinnern, wie die Sache ausging, aber ich erinnere mich daran, dass ich diesen Schmutzkerl noch einige Male in der Lehrwerkstatt gesehen hatte. Nur gut, dass es sehr wenige solcher Typen gab, und dass ich zu jung war, um dem das Gesicht einzuschlagen. Aber jetzt schnell weg von diesem Kerl. Wir benutzten den Autogen-Brennschneider, um Stahlblech, Stahlprofile und Rohre zu zerschneiden. Zuerst musste die richtige Düse in den Brenner eingeschraubt werden. Nach dem Zünden des Brenners und Anwärmen des zu schneidenden Stahls bedurfte es einer ruhigen Hand und konzentrierte Aufmerksamkeit von uns beim Führen des Brenners. Danach glättete man die geschnittenen Stahlflächen mit von Pressluft angetriebenen Schleifmaschinen oder bei kleineren Schweißübungsstahlplatten mit einer Feile. Man schweißte bei dem Autogen-Schweißen nach rechts, und nach links, waagerecht, senkrecht, quer und über Kopf an den verschiedensten Stahlsorten und Wanddicken, einschließlich Bördelschweißungen. Hand- und halbautomatisiertes Brennschneiden wurde unterrichtet. Das Arbeiten an der halbautomatisierten Brennschneidemaschine bereitete mir immer Freude. Es wurde hart als mit Messing und Silber gelötet, und das an den verschiedensten Metallen. Bauteile der verschiedensten Art wurden in der großen Schlosserei zusammengeschweißt. Später schweißten wir auch Buntmetalle. Das war alles sehr interessant, und meine Lehre begann mir zu gefallen. Wir als Schmelzschweißer-Lehrlinge benutzten sehr häufig die Metallpresse in der großen Halle der Schlosserei, um unsere Schweißnähte zu zerstören, um zu sehen, wie es in der Schweißnaht aussah, oder wie weit man diese biegen konnte. Zwischenprüfungen wurden durchgeführt, die uns Lehrlingen unseren Leistungsstand zeigten. Dadurch wussten auch die Ausbilder Bescheid, was wir konnten oder auch nicht konnten. Unsere meist benutzten Messwerkzeuge in der Schweißerei waren der Zollstock aus Aluminium, die Schieblehre und die Schweißnahtlehre. Ich erwähnte zuvor die Gaszufuhr für die Schweißerei. Eine unserer vielen Aufgaben als Schmelzschweißerlehrlinge war es auch, die Gasanschlussstellen täglich zu öffnen und zu schließen. Dabei wurde ebenfalls der Druck beim Sauerstoff, der aus einer Zentralleitung kam, eingestellt. Die leeren Flaschen an der Acetylenflaschenbatterie wurden ausgetauscht und die Druckminderer an den vollen Flaschen angeschlossen und eingestellt. Man verbrannte sich zwar ab und zu die Hände meistens beim Gasschweißen, weil man im Gegensatz zum Elektroschweißen keine Handschuhe trug, und wenn das geschah, bekam man obendrein vom Meister Eckerskorn noch einen auf den Deckel. Dies passierte mir einmal als ich eine Rutschbahn, die aus Rohren gefertigt wurde mit dem Gasschweißen in der Schlosserei zusammengeschweißt hatte, und ich hielt ungewollt bei dem Aufsteigen zum oberen Teil der Rutschbahn die Gasflamme auf meine linke Handoberfläche. Der Schmerz und der Ärger, den ich bekam, waren groß. Der Meister Eckerskorn zeigte mir später die Rechnung, was Thyssen wegen meines Verbrennungsunfalles an die Berufsgenossenschaft zahlen musste. Er benutzte dabei die Worte, Da sieh mal, was du da gemacht hast. Mensch, pass mal zukünftig gefälligst besser auf. Das habe ich auch gemacht. Die braune Narbe auf meiner linken Handoberfläche war fast 40 Jahre lang gut zu sehen. Aber nicht nur in der Lehrwerkstatt wurden wir Lehrlinge ausgebildet. Wir wurden auch in die einzelnen Betriebe geschickt, um unsere Ausbildung zu ergänzen. Das war bei uns Schmelzschweißer die mechanische Hauptwerkstatt und Werkstatt 4 mit der Warmschweißerei. Der Zeitpunkt hier war gegen Ende des zweiten Lehrjahres. Zuerst ging es in die mechanische Hauptwerkstatt, wo wir hauptsächlich das Unterpulverauftragsschweißen an Walzen lernten. Danach ging es in die Werkstatt 4. Hier lernten wir unter anderem das Markschweißen, welches ein halbautomatisiertes Metallschweißen mit aktiven Gasen ist. Dann ging es in die Warmschweißerei, wo wir an großen Teilen wie Sinterwagen und Kokillen das Warmschweißen lernten. In der Warmschweißerei wurden die zu reparierenden Teile auf 700 Grad Celsius vorgewärmt, nachdem diese eingemauert waren. Mit einer 1 Meter langen 15 Millimeter dicken nackten Elektrode wurde dann geschweißt. Die Elektrode breitete sich dabei wie Lavamasse in der Fuge aus, wobei sich die örtliche Temperatur bis auf 1200 Grad Celsius erhöhte. Nur dadurch wurde die enge Verbindung des Materials möglich und erreicht. Nach beendeter Schweißarbeit war dann ein wieder neuwertiges Teil entstanden. Gegen Ende 1966 Anfang 1967 hatte die Lehrwerkstatt keine separaten Arbeitsräume für die Meister. Unser Meister Eckerskorn saß mit den beiden Schweißausbildern zusammen an einem Dreiertisch in der Schweißerei zwischen der Brennmaschine und der Fallbank, die zwei Schraubstöcke hatte. Ein solcher Zustand gefiel wohl all den Meistern der Lehrwerkstatt nicht so gut. Darum bekamen sie Meisterbuden, die von uns Lehrlingen aus Stahlträgern und Blechen gebaut wurden. Eine solche Bürounterkunft hatte Platz für zwei Meister und war ausgestattet mit all den Büromitteln, die die Meister für ihre Arbeit benötigten, einschließlich eines Telefons. Dieses Stahlbüro lag ungefähr 1,5 Meter über den Boden und hatte eine kleine Stahltreppe um den Raum zu erreichen und war mit grauer Farbe gestrichen. Die vordere Front des Raumes hatte Glasfenster. Damit hatten die beiden Meister Eckers Korn und Dres eine gute Sicht in die große Schlosserei Halle. Die Meisterbude war an der Treppe, die zum Tagesraum führte, platziert. Ich weiß nicht genau, wie viel von diesen Meisterbuden damals gebaut wurden, es könnten aber vier gewesen sein. Während der Lehrzeit anfangs 1968 besichtigten wir die Sauerstoffanlage in Meidrich mit unserem Meister Eckerskorn. Man sagte zwar Sauerstoffanlage, aber das Werk war ja eine Lufttrennanlage. Der gute Mann unser Meister lud den Ulrich Oltersdorf und mich in seinem Privatwagen und fuhr mit uns zur Helmholtzstraße. Dort passierten wir das Werkstor gegenüber der alten Sinteranlage und erreichten den Luftzerleger. Hier wurden reiner Sauerstoff und Stickstoff produziert. Bei dem Trennungsprozess herrschte eine Temperatur des flüssigen Sauerstoffes von minus 183 Grad. Diese Temperatur war der entscheidende Siedepunkt des Sauerstoffes, an dem er sich verflüssigte. Der Stickstoff folgte bei minus 196 Grad. Über den Besuch, wie Sauerstoff gemacht wurde, mussten wir später im Berichtsheft einen Aufsatz mit Skizzen machen. In der Schlosserei fertigte man auch unter vielen anderen Dingen eine Sonnenuhr. In der Schweißerei löteten wir das gute Stück zusammen. Diese Sonnenuhr war ein Geschenk für einen leitenden Angestellten, der pensioniert wurde. Ich schweißte auch die Blechteile der in der Lehrwerkstatt entwickelten und gebauten Hydraulikeinheit zusammen. Nach dem Schweißen, was mit einer Rotilen Elektrode gemacht wurde, schliff ich die Schweißnähte Blech eben damit dieser hydraulische Einheit auch gut aussah. Wie man auf den Bildern sehen kann, wurde die gesamte Einheit danach mit Hammerschlaglack gestrichen und sah sehr professionell aus. Auf dieser Einheit waren später Hydraulikelemente und Leitungen aus Plexiglas ausgeführt und man konnte uns Lehrlingen hier sehr gut die hydraulischen Vorgänge erklären, die man sonst nicht sehen konnte. Auch bei Lehrgängen, an denen ältere Kollegen und Ingenieure aus den Betrieben teilnahmen, wurde diese Anlage zwecks Erklärung der Hydraulik benutzt. Die technischen Ausbildungsleiter der Thyssen-Gruppe besprachen am 25. Oktober 1968 anlässlich einer Tagung beim Technischen Ausbildungswesen in Hamborn aktuelle Fragen der Berufsausbildung. Schwerpunkt der Information war der Stand und die Entwicklung der Hydraulikausbildung. Durch Angehörige der Lehrwerkstatt wurden die theoretischen und praktischen Ausbildungsmaßnahmen unter anderem auch an der Hydraulikeinheit vorgeführt. Die größte Fertigung, die wir damals in der Lehrwerkstatt 1968 machten, war der Stalltürrahmen für eine Zugtür des Siemens Martin Werk 1. Ich schweißte diesen Rahmen mit dem Lichtbogenschweißverfahren zusammen. Dazu verwendete ich einen Schweißumformer, da ich mit basischen Elektroden schweißte und den Pluspol an der Schweißzange benutzen musste. Natürlich musste diese Arbeit im Berichtsheft dokumentiert werden. Dazu benötigte ich eine Lichtpause der Zeichnung und fragte diese bei meinen Ausbilder an der wiederum musste den Meister Eckerskorn fragen, der mir dann letztendlich eine Lichtpause gab. Zeichnungen zu vervielfältigen und Fotokopien anzufertigen war damals zu der Zeit meiner Lehre nicht einfach und benötigte Zeit. Wir lernten in den Betrieben mit schweren Lasten umzugehen, wobei wir in der Lehrwerkstatt über Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit unterrichtet worden sind. Hierbei kam die Sicherheit natürlich zuerst. Ich verschweißte eine Töpferdrehscheibe, die wir in der Lehrwerkstatt gefertigt hatten. Das war eine Drehscheibe, die manuell mit dem Fuß über das unten eingebaute Schwungrad angetrieben wurde. Es war wieder eine Arbeit, die im Berichtsheft dokumentiert werden musste. Ebenfalls kamen andere Lehrlingskollegen öfters zu uns in die Schweißerei mit kleineren Sachen, um diese zu schweißen. Auch manchmal, wenn sie etwas zu viel abgefeilt oder zu kurz gesägt hatten. Es war also immer etwas los in der Schweißerei und nie langweilig. Ein seit langem gehegter Wunsch, ein Fußballspiel zwischen den Ausbildern und Lehrlingen des technischen Ausbildungswesens in Hamborn durchzuführen, konnte am 9. Dezember 1967 ein Samstag verwirklicht werden. Da das Spiel in die Vorweihnachtszeit fiel, verband man es mit einer guten Tat. Als Lehrlinge und Ausbilder mit ihrem Anhang das Eingangstor des Thyssen stadions passierten, wurde statt der üblichen Eintrittskarte ein großer Spendeneimer präsentiert. Natürlich waren unter den sportbegeisterten Zuschauern auch Gäste, so Arbeitsdirektor Döse, Prokurist Haftmann von der Sozialabteilung und die Berufsschullehrer, um nur einige zu nennen. Für den Fall einer Spielerverletzung hatte man Dr. Damski von dem werksärztlichen Dienst zum Thyssenstadion gebeten. Doch er brauchte zum Glück nicht zum Inhalt seines Koffers greifen. Es wurden nicht nur sehr fair, sondern streckenweise auch gut gespielt. Die zuschauenden Lehrlinge, ich war auch darunter, wurden zur echten Geräuschkulisse, in der Transparente und Signalhörner nicht fehlten. Das Spiel endete zwar mit einem 2 zu 2 unentschieden, doch gewonnen wurde dennoch, denn diese Idee erbrachte am Ende 450 Mark 63, die der Bildungsstätte der Lebenshilfe in Duisburg übergeben werden konnte. Zwischen Himmel und Erde über der schwarzen Heide. Einige Monate später nahmen wir an einem Segelflugtag auf dem Flugplatz Schwarzer Heide teil, wo nur die besten Lehrlinge jedes Lehrberufes aus der Lehrwerkstatt daran teilnahmen. Da wir ja nur zwei Schmelzschweißer Lehrlinge aus dem Ausbildungsjahr April 1966 waren, waren wir somit die Besten in unsere Gruppe und durften teilnehmen. Man legte uns einen Fallschirm an, setzte sich einen Helm auf, und dann zog die Winde das leichte Segelflugzeug in die Luft. Ich flog mit dem Segelflugzeug etwas über 40 Minuten, und das war sehr lang verglichen mit der Zeit, die meine Kollegen flogen. Mein Pilot hatte die richtige Thermik gefunden, und das war der erste Flug in meinem Leben. Aber ich war froh, als ich wieder Boden unter meinen Füßen hatte. Natürlich sah ich auch täglich die Maschinenschlosser in dem Ostteil der großen Halle in unsere Lehrwerkstatt. Die Kollegen konnten ein schon etwas leid tun, da die Jungs selbst im dritten Lehrjahr immer noch am Schraubstock standen. Der Meister Dres, ein strenger Mann, war der Chef der Maschinenschlosser, die, wenn ich mich recht erinnere, zwei Ausbilder hatten. Wie zuvor gesagt, unser Einstellungslehrjahr April 1966 hatte nur zwei Schmelzschweißer. Erst später im Laufe von 1968 bekam unser Lehrjahr zwei weitere Lehrlinge von Thyssen rohr dazu. Das war der Frank Benzler und der Klaus Jeschke. Wir kannten die beiden aus der Berufsschule gut, da wir zusammen in einer Klasse waren. Die beiden waren nette Kerle und gute Kollegen. Frank Benzler war später nach der Lehre mit mir im Reparaturbetrieb 4 zusammen, bevor er anfing Elektrotechnik zu studieren. Kurz zur Berufsschule möchte ich noch sagen, dass wir die Berufsschule in Hamborn und später die in Duisburg am Schinkelplatz besuchten. Hier waren wir für 1,5 Jahre mit Lehrlingskollegen aus ganz Duisburg zusammen. Die Werksschule hatten wir für die ersten zwei Lehrjahre in der Hamburger Lehrwerkstatt und danach im dritten Lehrjahr in der Roroter Lehrwerkstatt. Daran kann man sehen, dass wir Duisburger Schmelzschweißer aus meiner Ausbildungszeit uns alle kannten und wir waren so etwas wie eine eingeschworene Gemeinschaft. Zwischendurch schweißten wir auch weiter an unseren Stahlübungsplatten und Rohren. Gutes Schweißen ist nicht so einfach und man musste üben und üben in den Gas- und Elektroschweißverfahren. Die Vielfalt des Schweißens ist sehr groß und für den Laien vielleicht etwas schwer verständlich. Erinnerungen an Testerberge. Eine besondere Arbeit bekamen wir gegen Mitte 1968 in Testerberge und zwar am Regehege. Die dort gehaltenen Rehe sind trotz eines Zaunes davongelaufen. Das machten sie, indem sie Löcher am unteren Ende des Zaunes mit ihren Pfoten ausscharten und durch das Loch ins Freie liefen. Um das zu verhindern, mussten wir 20 mm Rundeisen in drei Stufen rund um den gesamten Zaun des Regeheges schweißen. Die Gärtner, die in Testerberge tätig waren, konnten den Zaun im Regehegen nicht selber verbessern. Wir Schmelzschweißer Lehrlinge aus Hamborn halfen da gerne aus. Die gesamte Arbeit dauerte ungefähr einen Monat und die Arbeit wurde zwischen uns vier Lehrlingen jeweils zu zweit wechselmäßig geteilt. Zwei von uns Lehrlingen fuhren morgens mit dem Mercedes-Kleinbus nach Testerberge und kamen nachmittags zurück. Der Fahrer, ein sehr netter Mann, kannte uns schon gut. Jugendliche auszubildende Mädchen, die in Testerberge waren, schauten uns zum Teil bei der Arbeit zu und wir konnten sogar etwas flirten. Aber die meisten jungen Fräulein waren scheuer als die Rehe im Gehege. Das war in 1968 eine sehr schöne Arbeit in Testerberge und meine erste Montagearbeit in meinem Leben. Darum ist diese Arbeit in Testerberge bis heute für mich unvergesslich. Im März 1968 war die Verkehrserziehungsgruppe der Polizei bei Thyssen zu Gast, um uns Lehrlinge der Hamborner Lehrwerkstatt in Fragen des Straßenverkehrs zu unterrichten. Es ging vor allem um die Schulung des Verkehrssinns. Man schrieb damals, dass bei derartigen Aktionen immer wieder deutlich wird, dass die Polizei viel lieber trainieren und Schulen hilft, als gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt, denn Vorbeugen ist auch im Straßenverkehr besser als Heilen. Schaute man sich die Unfallzahlen aus dem Hamborner Bereich näher an, so wird jedem sehr schnell klar, dass die Schulung des Verkehrssinns in Hamborn besonders vonnöten sein musste. Von den 3000 Duisburger Verkehrsunfällen mit Personenschaden des Jahres 1967 entfielen allein 696 auf den Hamborner Bereich. Spitzentage waren die Montage mit 116 und die Freitage mit 123 Unfällen. Man lernte dabei zum Beispiel wie lang die Bremswege bei einem Moped auf Nasser im Vergleich zur trockener Straße waren. Das Ganze war sehr aufschlussreich und machte dabei auch noch Spaß. Dazu durfte ich auch noch mein Moped eine Kreidlerflorette mit kleinem Nummernschild ins Werk bringen. Meine Kreidler Florette war etwas frisiert, aber darum kümmerte sich damals keiner. Die Polizisten, die uns unterrichteten, waren sehr freundlich und nett zu uns. Mein geliebtes Moped die Kreidler Florette brachte uns, den Ulrich Oltersdorf und mich immer zur Arbeit und wieder zurück, und das wenn sogar Schnee auf der Straße lag. Ich benutzte dann meine Füße als Kufen und das ging ganz gut. Ab dem 1. Oktober 1968 begann man uns körperlich in Form zu bringen. Dazu eröffnete man ein sogenanntes Sportkabinett in einem Kellerraum der Lehrwerkstatt. Wir wechselten unsere Arbeitsschuhe mit den Turnschuhen, zogen die Jacke und das Hemd aus und legten mit freien Oberkörper los, um fit zu werden. So sah es im Sportkabinett der Hamborner Lehrwerkstatt aus. Man erkennt im Bild die Trockenroderanlage, das stationäre Trainingsfahrrad, das Laufband, den Frankfurter Dehnungssessel, den Trainingsapparat und die Schrägbank. In der hinteren oberen Ecke befand sich eine Glocke, die nach jeder Minute den Gerätewechsel ankündigte. Hier im Bild teilte der Ausbilder Siegfried Putz anhand der Sportskala Art und Umfang der Übungen ein. Das Trainingsfahrrad war sehr beliebt, die Belastungen konnte man verschieden einstellen, vom Fahren auf glatter Straße bis zu den größten Steigungen am Berg. Das Sportkabinett war bei den meisten von uns Lehrlingen beliebt, und einige wollten auch nach Feierabend diese Einrichtung benutzen. Ob es dazu gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Anfang 1969 fuhren wir Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr nach Berlin. Sonntagsmorgen startete die Reise bei trübem Wetter mit einem Weltenbummler-Autobus von Hamborn. Nach reibungsloser Fahrt, bei der wir an der Zonengrenze den ersten Kontakt mit den besonderen politischen Verhältnissen unseres Landes bekamen, sahen wir, dass es in der DDR nicht gut war, alles sah fast so aus wie in einem Gefängnis. Wir alle im in unserem Reisebus waren etwas verstummt, angesichts der Wachtürme, Flutlichter, Sperranlagen und Maschinenpistolen, die wir sahen, und waren erleichtert, als wir West-Berlin erreichten und die arrogante Behandlung durch die DDR-Grenzbeamten hinter uns hatten. Wir wurden alle in Berlin-Zehlendorf in einem netten Heim, das Haus der Jugend, untergebracht. Hier konnten wir uns Lehrlinge sechs Tage wohlfühlen. Allerdings hatte dieses Heim einen bis heute noch unaufgeklärten Doppelmord, der am 22. Februar 1968 geschehen war. Aber wir jungen Lehrlinge hatten ja keine Angst vor Gespenster. Diese Reise sollte uns zeigen, wie es in der geteilten Stadt aussah. Wir machten Stadtrundfahrten. Dabei besuchten wir auch den Ostteil der Stadt, wo wir unter anderem den riesigen neuen Fernsehturm sahen, der fast fertiggestellt war. Anschließend saßen wir im Gesellschaftsraum des Quartiers zusammen und sprachen darüber, was wir gesehen hatten und was die Welt bewegte. Als Lektüre und Diskussionsgrundlage, was die Welt bewegte, diente uns die Bildzeitung. Das Berliner Nachtleben war nichts für uns, da so einige wie ich gerade 17 Jahre alt waren, und für die Kultclubs hatte ich eh nicht das Geld, da ich fast so arm wie eine Kirchenmaus war. Dafür sahen wir den Kurfürstendamm und das Café Kranzler. Die ganze Berlin-Reise war eine interessante Tour und wir alle wussten nun sehr genau, dass es bei uns im Westen einfach viel besser war. Aber Berlin war eine Reise wert. Anfang März 1969 legte ich meine Facharbeiterprüfung ab. Wie üblich bestand diese aus dem theoretischen und dem praktischen Teil. Ich habe die schriftliche Prüfung in der Duisburger Berufsschule am Schinkelplatz und die praktische Prüfung bei der Kupferhütte abgelegt. Für die praktische Prüfung haben wir schon Wochen vorher Holzkisten mit unseren Werkzeugen und Stahlplatten, Rohren, Schweißdrähten sowie Schweißelektroden gepackt. Diese Prüfung dauerte zwei Tage und war in der Lehrwerkstatt der Kupferhütte. Die Prüfung war mit ziemlich großer Eile verbunden, da wir uns in der Werkstatt nicht auskannten und viel umherliefen, bis wir unsere Schweißplätze nach der schwierigen Schraubstockarbeit endlich eingenommen hatten. Die schwierige Schraubstockarbeit war das 180 Grad Kaltbiegen zweier 3mm Bleche zu einer 6 Zoll Rohrhalbschale mit dem Hammer über ein Rundeisen. Wir hämmerten wie die Verrückten bis wir die beiden Halbschalen hatten. Danach mussten die Kopf- und Fußblechplatten durchbohren und anschließenden Aussägen an die 6 Zoll Halbschalen angepasst werden. Ich kam mir vor wie auf einer Betriebsschlosserprüfung. Nachfolgend wurde der gesamte Topf in den verschiedensten Positionen autogen verschweißt, einschließlich der Hartlötung von drei kleinen Panzerrohren, die einen Durchmesser von einem 1 Zoll hatten. Jeder von uns Prüflingen spürte an diesen zwei Tagen das unerbittliche Ticken der Uhr, und es war ein Rennen mit der Zeit. Die praktischen Aufgaben, die wir hatten, waren im Vergleich zum Vorjahr nicht einfach mit diesem kleinen Kondensatabscheider, den wir unter anderem anfertigen mussten. Meine Tage in der Kupferhütte waren nicht besonders gut. Nach meiner Prüfung, als die Ergebnisse bekannt wurden, sagte der Meister Eckerskorn leicht verärgert zu mir. Mensch Werner, das hätte aber auch etwas besser machen können. Meine Antwort zum Meister war nur ein klein lautes Ja. Aber ich dachte auch dabei, dass ich ja bestanden hatte, und darüber konnte man nicht meckern, und man sollte sich eigentlich freuen. Ich kann mich nicht mehr an eine Lossprechung von dem Chef der Lehrwerkstatt Werner Becker erinnern, aber zeige trotzdem ein Bild von September 1969, wie so etwas damals aussah. Lehrlinge, die zu diesem Zeitpunkt ihre Prüfung im praktischen und theoretischen Teil mit sehr gut bzw. gut abgeschlossen hatten, bekamen hierfür eine Prämie von Thyssen. Dazu möchte ich einfügen, dass unser Schmelzschweißer-Kollege, der ein Jahr zuvor die Facharbeiterprüfung für uns alle überraschend mit gut gut bestanden hatte, bekam keine Prämie und wurde auch nicht von Thyssen übernommen. Das war schon etwas seltsam, zumal Thyssen sagte, dass jede dreijährige Ausbildung um die 20.000 Mark dem Unternehmen kostet. Zurück zu uns. Zum Lehrabschluss am 31. März 1969, es war ein regnerischer Montag, besuchten wir den Düsseldorfer Flughafen auf unserer Lehrabschlussfahrt, und dieser Besuch war sehr bemerkenswert, da wir auch die Hallen und das Flugfeld besichtigten. Anschließend gingen wir in Duisburg an der Düsseldorfer Landstraße zum Bowling, wo wir auch abends alle zusammen gegessen haben. Ich bestellte mir zur Feier des Tages mein Lieblingsessen ein Jägerschnitzel mit Fritz. Unser guter Schweißer Ausbilder Wolfgang Heil, ein Schwabe, hatte uns den ganzen Tag begleitet. Es war ein schöner Tag trotz des Regens. Nach drei Jahren Lehrzeit, mit allen Tiefen, die ich am Anfang durchschritten habe, war der Facharbeiterbrief nach bestandener Prüfung endlich in meiner Tasche. Zudem bekam ich noch von Thyssen ein Werkszeugnis, das nicht so schlecht war. Gott sei Dank konnte man nur sagen: Gott sei Dank. Positiv war auch, dass man mich bei Thyssen übernommen hatte, und ich kam in den Reparaturbetrieb 4, wo ich auch hin wollte. Das hatte ich meinem Lehrwerkstatt Schweißmeister Eckerskorn zu verdanken, der mir half, dass ich dorthin kam. Mein alter Kumpel Ulrich Oltersdorf, mit dem ich über die Jahre fast ein Herz und eine Seele war, ging in die Betriebswerkstatt 4. Ab dem 1. April 1969 waren wir alle jetzt junge Thyssen-Mitarbeiter, und diese neue Einstufung in unserem Arbeitsleben erzeugte auch etwas Stolz. Aber dieser Stolz in der normalen Arbeitswelt währte nicht lange und verflog schnell. Zweieinhalb Jahre lang arbeitete ich als Reparaturschweißer im Hüttenbetrieb, bevor es zur Bundeswehr ging. Da fiel es mir etwas später wie Schuppen von den Augen, dass ich mich beruflich verändern und weiterbilden musste. Der entscheidende Impuls kam von einem Stabsunteroffizier, bei dem ich eine Zeit lang auf der Schreibstube Innendienst machte. Das mit der Weiterbildung machte ich dann auch nach meiner Rückkehr zu meinem Arbeitsalltag bei Thyssen, wo ich zuerst auf die Abendschule ging und in Mitte 1974 aufhörte zu arbeiten, um ganztägig Hüttentechnik zu studieren, wobei ich natürlich die große Hoffnung hegte, später mein Berufsglück finden zu können. Dieses Berufsglück wurde in einem Thyssen-Artikel im September 1966, etwas nach dem Beginn meiner Lehre unter dem Titel Die Suche nach dem Glück beschrieben und zeigte dabei neben anderen Bildern ein Gruppenbild mit uns neuen Lehrlingen. Man schrieb Folgendes. Die Suche nach dem Glück. Wer von uns möchte nicht ein Zipfelchen von ihm erhaschen? Vor allem junge Menschen jagen diesem Glück nach, in unseren unruhigen Tagen vielleicht mehr noch als in früheren Zeiten. Wenn sie aber vor der wichtigen Entscheidung stehen, welchen Beruf sie nach dem Ende der Schulzeit ergreifen sollen, wäre es das Falscheste, was sie tun könnten, sich nur auf ihr Glück zu verlassen und die Zukunft durch die rosarote Brille zu sehen. Den Schritt in das berufliche Leben sollte niemand leicht nehmen. Hier werden entscheidende Weichen gestellt für den Weg, auf dem die Fahrt in die Zukunft erfolgen soll. Berufsberater und Menschen mit großer Lebenserfahrung warnen Jungen und Mädchen einhellig davor, sich von einer ordentlichen Lehrzeit auszuschließen und einen im Augenblick möglichen Gewinn an schnell verdientem Geld höher zu veranschlagen. Die Lehrzeit gar als verlorene Jahre zu betrachten, wäre sehr kurzsichtig. Eine gesicherte Existenz für sein ganzes Leben schafft sich nur, wer durch eine gründliche Berufsausbildung die notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg legt. Das gilt umso mehr, je komplizierter unser Wirtschaftsleben wird. Die richtige Berufswahl, vor der jetzt und in den kommenden Monaten wieder viele Jungen und Mädchen und deren Eltern stehen, ist die wichtigste Grundlage für ein allen erreichbares Glück. Dabei bedeutet die selbstgewählte Lebensaufgabe nicht nur Lernen und Bewährung in einem Beruf. Sie bringt auch Anerkennung der Leistung und gibt echte Chancen für später. Jeder, der sich in seinem Beruf bemüht, gleich welche schulische Vorbildung er mitbringt, kann heute etwas werden und findet sein Fortkommen. Denn der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern nimmt in der Industrie immer mehr zu. Kaufmännisches und technisches Personal hat auch in der Zukunft an vielen Stellen große, vielfach wachsende Aufgaben zu erfüllen. Zu dem Thyssen-Artikel Die Suche nach dem Glück muss ich hier sagen, dass es wahre Worte waren, die im September 1966 geschrieben wurden. Zudem war ich einer von den 212 Lehrlingen, die in dem gezeigten Gruppenbild des Artikels gestanden haben. War ein Aufstieg durch Fortbildung von ganz unten möglich? Was ist denn nun aus mir, dem Arbeiterkind aus Beek geworden? Ab 1974 begann meine Weiterbildung in Hüttentechnik und zusätzlich auch in Schweißtechnik, die ich anfangs 1977 gemacht hatte. Die Grundlage meines beruflichen Aufschwungs begann damit, dass ich ab Mitte 1977 in der Schweiz Qualitätsstellenleiter bei der Stahlbaufirma Schocke-Wartmann für ein Jahr lang war. Da schöpfte ich Erfahrungen in der Stahlbauwerksfertigung, im Ingenieurbüro sowie in der Montagearbeit. Ich lernte dabei den Umgang mit Kundeninspektoren und Abnahmegesellschaften wie den Schweizerischen Verein für Druckbehälterüberwachung. Ich musste auch öfters nach Zürich zum Eidgenössischen Materialprüfungsamt fahren. Zu unseren Kunden gehörten unter anderem Sulzer in Winterthur und die BBC in Baden. Im Juli 1978 holte mich der Doktor Ingenieur Fritz Brühl zum Mannesmann-Anlagenbau, wo ich zuerst als Qualitätsingenieur anfing und schon in dieser Tätigkeit nur international aktiv war. Ab 1984 brachte mir mein Unterstützer und Ziehvater der Direktor Horst Schreiger den schlüsselfertigen Pipeline-Projektbau bei. Diese Projekte umfassten die Ingenieurauslegungsarbeiten, die Beschaffung, den Bau und die Inbetriebnahme und wurden ebenfalls von uns weltweit fertiggestellt. Ich machte nur Projekte im Ausland und habe dabei im Ausland gelebt. In den 24 Jahren meiner Anstellung bekam ich 1994 den Titel Projektdirektor, wurde auch gleichzeitig Prokurist. Ich bin sehr viel durch die Welt geflogen. Somit habe ich auch viele Menschen mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen kennengelernt. Heute muss ich sagen, dass es wohl damals im März 1969 bei unserer Lehrabschlussfahrt eine Art von Omen war das mit dem Besuch des Düsseldorfer Flughafens. Warum? Weil ich von dem Flughafen aus ab Herbst 1978 angefangen habe, sehr viel zu fliegen. Ich besaß die Lufthansa Senatorkarte, weil ich aufgrund meiner Tätigkeit den Vorteil hatte, viele Länder in unserer Welt zu besuchen. Es war immer bei jedem Langstreckenflug eine gewisse Genugtuung für mich, wenn ich mit meiner roten Bordkarte die erste Klasse betreten habe und mich in den großen, komfortablen Sitz fallen ließ. Manchmal dachte ich, naja der Blödmann aus Beek, der zum Dumm war bei Thyssen Betriebsschlosser zu werden, sitzt hier heute in der ersten Klasse der Lufthansa Boeing 747, trinkt Champagner, isst Kaviar und reist dabei durch die Welt auf Firmenkosten und leitet große Projekte. Zur Information möchte ich noch hinzufügen, dass ich die August-Thyssen-Hütte in Hamburg zum letzten Mal Ende 1980 besucht hatte. Mein damaliger Chef, der Dr. Ingenieur Wellnitz und ich machten ein Qualitätsaudit im Bereich der Profilherstellung. Wir hatten bei Thyssen eine große Anzahl Profilstähle für ein Projekt in Mexiko bestellt. Das Audit fand in dem Büro nahe der Hochstraße nicht so weit von der Zurichtung statt. Ich fuhr mit meinem BMW 320i durch das Tor 1 am Oxygen-Stahlwerk. Nie zuvor durfte ich auf das Werksgelände mit meinem Wagen. Nachdem ich das Tor 1 passiert hatte, fuhr ich in die Richtung Warmbandwerk. Ich sah auch noch die Thyssen-Hauptverwaltung, wo ich gegen Ende 1976 den Arbeitsdirektor Kurt Döse getroffen hatte, um eine Anstellung bei Thyssen zu bekommen, was im Nachhinein zu meinem Glück nicht funktioniert hatte. Mein Chef stellte mich den Thyssen-Leuten als alten Thyssenmann, der hier gelernt hatte, vor, und das ganze Audit und der Besuch war angenehm. Die Fragen zum Qualitätssystem, die wir anhand einer Audit-Checkliste stellten, wurden alle von den Thyssen-Qualitätsleuten gut beantwortet. Wir besichtigten die Fertigstraße 1 und 2 sowie die Blockstraße 1 und 2 und die Tieföfen. Dazu kam noch die Zurichtung. Diese Produktionsstätten waren mir ja allerbestens bekannt. Es war schön einige der Werksbereiche, an denen ich zuvor als Schweißer in Reparaturarbeiten mitgemacht hatte, nach mehr als sieben Jahren noch einmal wieder zu sehen. Ich hatte ein leichtes Gefühl der Zufriedenheit und ich dachte dabei, wie schön es ist, dass ich nicht mehr auf Thyssen in Reparaturschichten arbeiten musste. Das Qualitätsaudit brachte keine wesentlichen Beanstandungen, und wir erteilten unsere Herstellerzertifizierung gemäß ASME NCA 3800 an Thyssen. Danach fuhren wir mittags nach Rorort in das gäste -Casino zum Essen. Das lag direkt gegenüber dem Tausendfensterhaus auf der Straße Finke-Ufer. Das Casino war mir nicht bekannt, da ich von früher als Arbeiter nur die Werksküche kannte. Wir aßen das italienische Schnitzel Picata Milanese mit Spaghetti. Dazu gab es einen guten Rotwein. Nach dem Essen machten wir noch einen Halt in dem Materialprüfungslabor im Werk Ruhrort und die Thyssen-Leute zeigten uns die Einrichtungen. Danach verabschiedeten wir uns von den Thyssen-Leuten nach dem bestandenen Audit und bedankten uns herzlich für die nette Gastfreundlichkeit während unseres Besuches. Wenn man sich das Bild mit den 212 Lehrlingen ansieht, weiß man zumindest jetzt, was aus einem aus dieser Gruppe geworden ist. Ab 2002 hatte ich genug von meinem anstrengenden Projekt Leben, und ich trat kürzer, und kümmerte mich nur noch um mich selbst, und meinem nächsten Umfeld in Thailand, wo ich nach wie vor seit 27 Jahren lebe. Wie ich es zähle, befinde ich mich mit meinen nun 72 Jahren in meinem vierten Lebensabschnitt. Als ich damals als junger Mann in meinem zweiten Lebensabschnitt bei Thyssen gearbeitet habe, konnte ich mir nicht meine zwei folgenden Lebensabschnitte vorstellen. Aber das ist ja alles Vergangenheit und einen weiteren Abschnitt wird es nicht mehr geben. Das Ende ist der Tod und das erreichte Berufsglück zählt nicht mehr, und es ist vollkommen egal, was man war.